Hallo meine Lieben, ich habe heute für euch drei Rezensionen. Und zwar würde ich sagen, fangen wir auch schon an. Und zwar habe ich einmal gelesen gehabt, Zodian Academy, den zweiten Band mit dem Sternzeichen Wassermann. Und ja, ist natürlich die wunderschöne Verlagsausgabe mit passenden Lesezeichen, Kärtle und ja, und so eine Sammelkarte. Bin ich natürlich mega, mega happy. Weil ich mir jetzt natürlich auch die erste, ich habe jetzt alle beim Verlag bestellt und ja, ich werde das, glaube ich, auch so beibehalten, dass ich mir halt wirklich alle Bände, die erscheinen, über den Verlag bestelle. Macht mich einfach glücklicher. Nein, das hat mich einfach so angekotzt, weil es war halt so, dass bei Amazon gab es halt immer nur den ersten und den dritten, also halt immer die ungeraden Zahlen gab es von dieser Reihe als Print und alle geraden gab es nur als E-Book. Und ja, und da wollte ich halt nicht jedes Mal die geraden dann beim Verlag bestellen, ja, weil die natürlich, wie gesagt, hier drinnen bedruckt sind und man halt diese tollen Kärtchen, Sammelkärtchen, Lesezeichen und so eine Postkarte noch dazu kriegt. Und das sieht halt natürlich blöd aus, weil die Ungeraden, die man über Amazon bestellt, sind dann drinnen komplett weiß, einfach nur ohne irgendwas dabei. Und ja. Und im dritten Band, und der sieht, seien wir mal ehrlich, er sieht aus wie Harry Potter. Wie ja, Harry Potter. Und im dritten geht es dann um Sternzeichen Jungfrau. Hier geht es packend mit Ella weiter und was sie alles auf dieser Schule erlebt. Ich will da wirklich jetzt nicht großartig zu viel spoilern, weil der erste Band hat schon ziemlich mies in einer spannenden Situation geendet. Wir sind es schon von Amber ihrer Gestaltenwandlerreihe so gewohnt, dass diese kleinen Büchlein am Ende immer richtig mies enden. Und hier ist es genauso. Es passiert wieder gerade was voll Spannendes, Packendes und Boom, Ende. Fortsetzung folgt. Und ja, kann es euch auch zeigen, es steht dann immer da, Fortsetzung folgt. Und in einer so packenden, spannenden Situation und ja, Kapitel sind natürlich auch mega cool gestaltet. Hier geht es, wie gesagt, um Ella und Ella, die hat halt bestimmte Fähigkeiten. Und ja, sie begegnet eines Tages. Zu ihrem 17. oder 18. war es, ja, besucht sie halt ganz normal ihre Oma, nachdem sie halt Stress mit ihrem Vater hatte und er sie gekündigt hat. Und ja, sie sich natürlich bei ihrer Mutter ausheult. Und besucht sie halt ihre Oma, da sie auf so einem Campingplatz wohnt, in so einem Wohnwagen. Und die halt sozusagen Wohnwagen an Wohnwagen hausen. Und die Oma hat halt eine Vorhersehung, sie ist Wahrsagerin und ja, diese lässt halt Ella erstmal so ein bisschen, ja, verwirrt zurück sozusagen mit dieser Vorhersage, da sie halt nicht, überhaupt nicht weiß, was das zu bedeuten hat. Und ja, dann ist es so, dass sie, ja, dann passiert halt so eine Sache und sie kommt halt in so einer Schule an und ja, auf so einer Akademie, wie der Name auch schon immer im Titel sagt, und auf die Zodian Academy und ja, was sie dabei so alles erlebt und was sie so alles lernt und die neuen Leute kennenlernt und ja, warum sie dort ist und was sie so für Fähigkeiten hat, das erfahrt ihr natürlich, wenn ihr diese Reihe lest. Es ist mega, mega spannend, packend und ja, am liebsten würde ich jetzt sofort weiterlesen, aber ich weiß, ich muss mich zusammenreißen. Ich kann jeden Monat nur ein so ein Büchlein lesen, weil sonst hänge ich wieder mitten in der Luft und muss Ewigkeiten warten, bis der neue Band erscheint, weil jeden Monat nur ein so ein Band erscheint und ich habe jetzt extra schon gewartet und habe später angefangen mit dieser Reihe zu lesen. Da ich auf die ersten drei Bände warten wollte, bis die erschienen sind. So, dann habe ich gelesen gehabt den 10. Band der Jännerwein-Reihe von Jürg Maurer. Am Abgrund lässt man gern den Vortritt.
Inzwischen ist auch der 13. Band von der Jänner-Weinreihe erschienen. Und ja, diesmal ist es ein sehr, sehr spannender und halt auch ein sehr gefährlicher Fall für den Jännerwein. Ja. Da er dem Bestattungsinstitut Ehepaar hilft, da also die Frau von diesem Bestattungsinstitut, Bestattungsunternehmer Krassecker, ja, die Frau bekommt einen Drohbrief und einen Erpresserbrief und eine Morddrohung. Und Jena Wein ist eigentlich im Urlaub. Und ja, der soll jetzt inoffiziell natürlich ermitteln, was natürlich sehr, sehr, sehr gefährlich ist für seinen Job. Und gleichzeitig hat sein Team aktiv natürlich auch noch einen Fall, wo es um, ja, wo Leute unerwartet in einem Krankenhaus sterben. Ja, die kurz vor einer lebensrettenden Operation stünden. Und ja, sie haben natürlich nur einen Hinweis von einem Blinden bekommen, der sozusagen dem Täter begegnet ist, ohne dass er weiß, dass er der Täter war. Und ja, ihm ist das laute Watscheln aufgefallen. Also ist das der einzigste Hinweis vom Täter, lautes Watscheln, um im Krankenhaus sozusagen den Fall zu lösen. Und gleichzeitig will Jana Wein, konzentriert sich natürlich nur auf die Sache mit Frau Krassecker. Und ja, was er so alles so über sie erfährt. Und sie ist natürlich auch kein ungeschriebenes Blatt von Jana Wein, da er sie ja auch schon mal bei was auf die Schliche gekommen ist, von ja, ihr und ihrem Mann. Ich habe hier irgendwie, aber das ist ja irgendwie so ein Härchen. Und ja, ist auf jeden Fall sehr spannend. Und ich musste wieder in einigen Sachen diesmal auch schmunzeln, was mit Krassecker vor allen Dingen angeht. Und ja, ich freue mich und bin gespannt, wie es weitergeht mit dem Jännerwein. Und ja, freue mich. Freue mich auf jeden Fall. Und dann habe ich mit der lieben Bettina zusammen in einer Leserunde Book Elements 2 gelesen. Die Welt hinter den Buchstaben von Stefanie Hase. Und ich weiß immer noch nicht, welche Sterne ich vergeben soll. Ich schwanke so zwischen 3,5 bis 4 Sterne, weil es hat einen ganz einfachen Grund. Und zwar der Epilog vom zweiten Band, finde ich, passt überhaupt nicht bis dato in diese Geschichte rein. Also bis dato wirklich überhaupt nicht. Und ich weiß jetzt auch nicht wirklich, was das soll, weil Bettina ging es genauso. Also sie hat auch gesagt, das passt überhaupt nicht rein. Und ich war auch leicht verwirrt, sie auch, weil es geht die ganze Zeit in eine Richtung. Und klar, in diese eine Richtung geht es natürlich auch verschiedene Wege und jeder könnte was damit zu tun haben und pipapo. Aber ja, der Epilog geht in eine komplett andere Richtung. Also halt wirklich, selbst was das Genre betrifft, hat das nichts mehr mit diesem einen Genre zu tun, sondern es geht auf einmal in eine ganz andere Richtung. Und deswegen waren wir so extrem verwirrt, weil es passte wirklich überhaupt nicht mal zu diesem Thema rein. Also es ist wie, wenn man die ganze Zeit was über Äpfel liest und auf einmal Epilog kommt eine Birne drinne vor und man denkt sich so, hä, was hat das jetzt die ganze Zeit? Das passt doch überhaupt nicht. Und ja, deswegen sind wir jetzt gespannt, wie es im dritten weitergeht. Den werden wir natürlich auch zusammenlesen. Wir sind natürlich auch mega happy, dass wir diese Reihe überhaupt endlich mal weiter fortführen, da sie schon ziemlich lange bei uns rumsuppt. Und ja, was soll ich sagen? Hier geht es halt, was ich natürlich toll finde, ist der Prolog. Nochmal wunderschön den ersten Band zusammen, also grob zusammenfassen. Man weiß wieder sofort, was ist passiert. Und ja,
Zwischendrin, am Anfang ist natürlich auch so, bei den einzelnen Kapiteln wird auch noch mal erwähnt, so zu einzelnen Charakteren noch mal was, warum das jetzt so war, wird auch noch mal rückblickend zusammengefasst. Finde ich richtig toll, so bin ich stückchenweise wieder richtig gut in diese Geschichte reingekommen, konnte mich auch wieder wunderbar in bestimmte Charaktere reinversetzen, habe auch wieder verstanden, warum, weshalb, wieso. Wir lernen natürlich auch wieder was Neues über die Charaktere, die wir schon kennen, lernen wir natürlich auch wieder neue Sachen, Geheimnisse, Informationen, die wir vorher nicht hatten. Und ja, hier geht es aber die komplette Geschichte mit Lynn, Rick, Josh, Peter. Und wie sie nicht alle hießen, Tai und Nate. Ja, geht es auf jeden Fall weiter. Und am Ende vom ersten Band ist ja was passiert. Und das baut jetzt sozusagen darauf auf. Und es ist auf jeden Fall spannend. Und es geht auch ziemlich zügig voran. Es lässt sich ziemlich leicht und schnell lesen. Also, wir hatten zwar Leseabschnitte, aber ja, es gab halt mal Tage oder einen Tag, da bin ich nicht zum Lesen gekommen und habe halt locker am nächsten Tag den Leseabschnitt aufholen können und ja, ohne dafür ewig zu brauchen. Also man fliegt förmlich so dahin und ja, also wäre der Epilog am Ende nicht gewesen, hätte es sogar 5 Sterne von mir als Fortsetzung bekommen können. Aber so bin ich echt am Überlegen, 3,5 Sterne oder so zu geben, weil der Epilog, der passt in meinen Augen überhaupt nicht rein. Wir sind auf jeden Fall jetzt gespannt, wie es mit dem dritten weitergeht. Vielleicht macht es, wenn man den dritten gelesen hat, wieder Sinn. Aber bis jetzt, vom ersten und bis dato dem zweiten, macht es bis jetzt überhaupt keinen Sinn. Und ja. Ich verlinke euch die Bücher auf jeden Fall unten in der Infobox. Schaut auf jeden Fall vorbei. Da könnt ihr euch auch die Klappentexte durchlesen, die ich natürlich jetzt bei Fortsetzungen nicht vorlese. Beziehungsweise ja, ich versuche natürlich alles immer grob und spoilerfrei zu handhaben. Es ist natürlich schwierig bei Fortsetzungen, die halt wirklich aufeinander aufbauen und übergreifend von der Story her übergehen. Es ist schwierig, da was zu der Story zu erzählen. Ja, deswegen schaut auf jeden Fall unten in der Infobox vorbei. Das sind wie immer alle Bücher für euch unten verlinkt. Und ich würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss!